Aber wie geht das hin? Wie kriege ich das hin? Ich glaube, ich über hier einen Zuschlüssel. Irgendwo ein Zusatzschlüssel, die war es nicht. Nee, auf jeden Fall ist ja egal. Wir sind eigentlich überall durch. Egal, wir gehen jetzt einfach. Das dauert schon wieder viel zu lange hier. Das dauert mir wieder schon wieder viel zu lange. Ja, so. Ich habe letztens von dem epischen Finale gesprochen. Episch ist es nun nicht wirklich, wenn man so will. Mein Kommentar ist immer wieder gerade für den Arsch ist. Na gut, das liegt ja daran, weil ich ein bisschen noch ein bisschen die Sailor Moon Aufnahme von vorhin in den Knochen habe. Das ist ja, das war eine Session, das sage ich euch. Ich war komplett im Rage Mode, deswegen habe ich auch gewartet, bis ich mit Zelda anfange und aufnehmen. Also nicht den Part direkt damit reinnehme, diese Rage. Das wäre dann nicht so. Das wäre nur sub. Das wäre dann suboptimal. Jetzt lass das. Naja. Ist halt doof. Wenn man kurz vorm Game Over steht und versucht will, das Spiel noch möglichst schnell zu beenden. Oder. Man versucht, das Spiel zu beenden, aber man immer wieder neue Gegner vorgesetzt bekommt. So will ich das ausdrücken. Und bevor jetzt. Meine Versprecher kann ich auch mal ansprechen. Versprecher ansprechen. Ja, ich wollte die Versprecher ansprechen. Weg. Naja, die liegen nicht daran, weil ich ein bisschen nervös bin, sondern die liegen daran, weil ich manchmal zu schnell spreche. Das müsste ich mir mal abgewöhnen, dass ich zu schnell spreche und dann überhaupt nichts rauskriege, wenn man so will. Dann kommt nur unnützes Wurrwarr raus. Und dann versteht natürlich keiner. Das ist natürlich nicht gerade optimal. Da, ja, deswegen, da kann ich nichts gegen tun, außer mal langsamer zu sprechen. Ich werde natürlich hier diesen Weg hier auch gehen, weil hier unten gibt es nämlich was, was uns weiterhelfen kann. Geh hoch. Heilt mich auch noch. Ja, die hat ja zwei Feen. Dann gibt's hier noch irgendwas, ja, hier gibt's nochmal unsere Magie nochmal aufgefüllt. Und noch eine Bombe dazu bekommen. Also, hat der Raum lohnt sich eigentlich, wenn man geschwächt ist, wenn man so will. Oder wenn man noch ein paar Feen braucht. Ich brauche das nicht, ich habe drei Feen. Und ein grünes Elixier, was ich bis jetzt natürlich noch nicht verwendet habe. Im Test Run ohne eine Aufnahme habe ich natürlich den verschwendet. Sinnfrei, aber ist halt passiert. Ich musste wieder in den reinfuchsen in den Tempel. Aua! Und da unten! Wo sind wir eigentlich? Warte mal, wo sind wir eigentlich hier und da? Wir gehen nach oben. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben doch einen Gegner verpasst, aber das haben wir ja gar nicht. Wir haben doch vorhin noch gemacht.
Also wird die letzte, ich würde sagen, die letzte Aufnahmesession, nenne ich jetzt mal, wird noch aus nochmal aus zwei Parts bestehen, würde ich mal so schätzen. Wir sind momentan bei 21 Minuten, aber ja, egal eigentlich. Man kann ja auch einen 20 Minuten Part machen. Ich könnte ja wieder saven, bevor ich ein Save-Set lade, dann alles nochmal neu machen muss. Das geht nicht. Das können wir natürlich nicht machen. Ich hasse dieses Vieh da oben. Eis, diese Viechter und die zwei Dinger da oben. Das ist die schlimmste Kombi, die es gibt. So. Die sollten schnell gehen. Seht ihr? Wir haben schon zwei besiegt. Die brauchen bloß zwei Schläge. Das ist ja nicht wirklich schwierig, wenn man so will. Wir haben ja das goldene Schwert und das macht die Gegner natürlich schneller besiegbar und einfacher. Wir haben bessere Verteidigung durch unser rotes Ding. Unsere rote Rüstung. Wir können ein paar Sachen abwehren mit unserem goldenen Schild. Und wir haben einen stärkeren Angriff. Also wir sind quasi, ich würde sagen, sogar perfekt ausgerüstet, um gegen Ganon zu bestehen. Wie gesagt, ich habe den ja vorhin. Hier werde ich natürlich das erste Mal so ein Ding benutzen. Das war der falsche, muss sein. Doch, war richtig. Den werde ich natürlich jetzt die nächsten paar Räume benutzen, weil wir wollen es ja nicht zu schwer haben und so weiter. Wir müssen ja durchkommen. Scheiße. Ja, aber fail. Jetzt treffe ich sie. Und drei Herzen. Das sammeln natürlich ein. Warum soll man das nicht einsammeln? Hahaha. Yeah! Tschüss, Leute. Die muss ich natürlich trotzdem nicht besiegen. Das mache ich auch nicht, weil das macht ja keinen Sinn. Oh, 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 oh. Jetzt brauchen wir wieder Feuer. Feuer, 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 Feuer. Erst einmal ist unsere Aufgabe, diese Skelettköpfe zu entfernen. Und dann gehen wir nach und nach der Sache nach. Ha! Steht ihr? Wir gehen nach und nach einer Sache nach. Ha! 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 Witzig! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Was da oben kommt, ist nochmal um einiges unangenehmer, wenn man so will. Das hier ist noch recht normal. Das hier, das ist... Das hasse ich. Das habe ich natürlich jetzt mit einmal geschafft, weil ich das vorhin die ganze Zeit probiert habe. Und jetzt habe ich es inzwischen geschafft. Nein. Idioten. Ja, jetzt ist die Tür unten wieder zugegangen. Haha, wo es noch offen ist. Eigentlich sind ja bloß unten die Kerzen, die Fackeln wieder ausgegangen. Es ist eher Blödsinn, aber naja, was will man machen? Jetzt brauche ich nochmal Bomben. Komm. Ah, komm doch hier hoch, Mann. Komm doch her, komm doch her. Komm hoch, komm hoch. Nicht. Der Raum. Der Raum ist eigentlich... Das kann man nicht als Raum bezeichnen. Diesen Raum. Das ist nur kurz mal hier Schlüssel holen. Und das war's. Jetzt kommt der Gegner, wo ich vorhin zweimal abgekackt bin. Oder drei oder viermal runtergefallen, besser gesagt. Den hat man aber auch natürlich mit zwei Schlägen erledigt, wenn man mal treffen würde. So, jetzt haben wir ihn besiegt. Und dann erscheint da drüben auf der anderen Seite eine Truhe. Ich spoilere euch, ich weiß, aber das ist ja egal. Ich muss irgendwas erzählen. Ich meine, wer hat das früher nicht gespielt? Ja, zumindest in meinem Alter ist.
Oh Gott, dieser Raum. Gott, oh Gott, oh Gott. Lass das. Ha! Ich hab irgendwas verloren. 10 Pfeile. Ja, wir haben 30 Stück. Die werden doch wohl gegen Ganon reichen. Wie brauche ich gegen Ganon? Ich weiß nicht. Wenn ich gut bin, gut, nee, das brauche ich. 5 Pfeile, glaube ich, brauche ich gegen Ganon. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Wo ich was Zeit hatte? Ja. Wir sind beim Endboss und das nach einer halben Stunde. Ja. Nee, nicht beim Endboss, sondern bei Aghanim. Oh lala, mein Respekt, dass du es bis hierher geschafft hast, Champ. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Denn ein drittes Mal wird es nicht geben. Genau, ein drittes Mal will ich nämlich auch nicht haben. Mein lieber Aghanim. Das wird hier eigentlich... Na, Aghanim ist eigentlich... In Anbetracht der Dinge, dass der ja dreimal da ist und man nur einen treffen kann, ist er eigentlich... Man kann euch ja schwer bezeichnen, aber eigentlich ist er es nicht. Ganon ist schwieriger, wenn man so will. Aber sonst ist es so schwierig ist er hier auch nicht. Der muss nur mal eine richtige Position haben, wo ich ihn treffen kann. Ah, scheiße, daneben. Er muss einfach nur eine anständige Position mal angeben. Ja, nur einmal getroffen. Egal, ich kann... Das Gute ist, ich kann den sogar zweimal treffen mit dem Zeug. Wenn ich gut bin, wenn ich gut ziele. Jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn. Ich habe ihn. Da liegt er da. Leute, da war er. Ganon. Den Endboss, dem wir uns jetzt stellen werden. Der Moment ist gekommen. Das große Finale, das große angekündigte Finale von A Link to the Past. Da sage ich es richtig. Ganon. Am Anfang brauchen wir eigentlich nur das Schwert und dann brauchen wir den Feuerstab.